Oh je, die 20-Jährigen versorgen. 2,68 Watt. Und regnos. Nix geht. Was haben wir da? Richtig, wir bauen uns einen Adapter. So, MC5 haben wir schon mal bereit liegen. Was ist da drin? Jede Menge MC4 Steckverbindungen und eine leere Kiste mit Crimpzange. Und, wir haben wieder einen Schlüssel gekriegt. Ja, und jetzt bauen wir uns da einmal ein Pluskabel. Und einmal ein Minuskabel. Ein Adapter. Und für was? Das zeige ich euch auch gleich. Für ein neues bifaziales Solarpanel. Bornfeind in Eckenfelden. Schauen wir mal, ob das was ist. Das ist die Rückseite. Und jetzt mal für da und für da. Adapterkabel auf MC5. MC5 wisst man ja was mittlerweile was das ist. Dieses MC5. Neuer Standard, bitte merken. Ja, und dann haben wir Kabel, Adapterkabel auf das Panel und stellen wir da hin. Dann schauen wir mal, was wir da heute. Jetzt haben wir schon 6 Watt. Okay, jetzt ist 10 Uhr Vormittag. Es kann sein, dass ich noch 15 Watt aufbekomme. Oder 15,5 Watt. Und genau zum gleichen Zeitpunkt muss ich dann das Bifaziale hinstellen und das an abschließen und das anschließen und dann schauen wir mal, was wir da zusammenkriegen. Also immer die Differenz möchte ich halt sehen. Hab ich jetzt einfach auch sagen können, aber das war nicht so geplant. Es steht einfach nur das dumme Panel dort und ich habe jetzt keine Ahnung, wie du schnell Gestell baue, weil ich habe zwei von den neuen Paneele und die möchte ich alle zwei da hinstellen. Ja. Und was haben wir jetzt? 2,69 Watt. Uiuiui. Oh. Das ist schweres Ding. Komisch aus. Was haben wir denn da?
mal wegwischen. Aber nehmen wir mal dieses Panel. Ja, 400-wattige Panel, da bringt. Bifazial. Sehr gut montiert, weil die Rückseite geschaut hat. Ja, das wird schon. Jetzt kriegen wir Test. Ich möchte meine Ostblock-Batterie laden. Test. Jetzt muss ich irgendwie die Hand frei müssen anschließen. Nein, jetzt ist es auf der anderen Seite. So, jetzt haben wir es soweit. Das ist das rote von dem neuen Panel. Da haben wir die alten. Jetzt hängen wir live, wie ich es umstecke. In dieser beschatteten Solarenergie-Umgebung. Muss sich da schon mal ändern. Also jetzt noch nichts. Ist ja klar. Das ist der Mal runter. Das ist das alte Panel. Wo haben wir jetzt das andere? Da. Jetzt schauen wir. Jetzt kommt gleich die Stunde der Wahrheit. Ja, yeah. 100.000 Watt auf einen Duscher. Und was sagt unsere Anzeige? Ihr seht es, ich sehe es nicht. Das habe ich nicht gehört, also muss ich nicht schauen. Handschuhe. Gefährtsklipperl.
So, jetzt bin ich noch mal rausgegangen. Hab geschaut, ob das was bringt, wenn ich es direkt anschließe, aber nö. Das ist vielleicht 1 Ampere. Kann jetzt aber auch nicht die Sicherheit sagen, weil die Zeit, wo ich rausgefahren bin mit dem Kachel, kann sich ja schon wieder was geändert haben. Also ich denke mal, es hat sich nichts geändert. Jetzt bin ich direkt angeschlossen. Über das kurze Kabel. Macht überhaupt keinen Unterschied. Nee, bei 30 Volt 18 oder 15 Ampere, das tut dem Kabel nichts, das ist ein R-Kabel, was ich da hergenommen habe. Das habe ich heute halt einmal nicht vergraben und jetzt wird es die oberirdische Sachen hergenommen. Genau. Ich glaube, das ist jetzt 2,5. So ist auch schon. 3 mal 2,5. Ja, also nebenher muss ich jetzt hier ja noch den anderen Bildschirm sehen. Hoffe ich mal. Nein, ich glaube, das geht gar nicht. Ja, stimmt. Also, dann schauen wir nochmal da drauf. Da haben wir aktuell 13,31 Ampere. Ich meine, 16 Ampere. Wenn ich aufs Handy schaue, dann kann ich es nicht gescheit lesen. Aber wenn ich direkt aufs Display schaue, auf dem JDB, dann kann man es gut lesen. Viel staubiger ist schon. So gehört sich das. Sehr gut. Also in dem Bereich bewegen sich die 10,5 ganz nah beieinander. Da maulen die nicht rum. So. 7 Stunden bis voll. Haben wir aber leider nur mal die Zeit. Nee. Vielleicht nur 2 Stunden. Nicht einmal. Der Akku schon wieder. Der Akku muss immer rummalen. Tja. Ja, leider ist das jetzt keine gute Zeit mehr für Solar. Sieht man die ganzen Wolken, wo die Sonne ist. Die ist nicht da oben, wo wir es gewohnt haben, sondern da unten. Ja, versteckt sich hinter die Bäume. Geh. Sei auch nicht so scheu. Geh wieder auf, bitte. Hab's schon gesehen, das wird halt nichts mehr. Also, dieses Panel da, dieses Luxending da, habe ich aber jetzt schon gesehen, das kommt auf keinen Fall an diese Jahr-Solar an. Das ist keine Chance. Muss mir Fokus. Da gingen mindestens 20% ab an Leistungsfähigkeit. Vielleicht bringt es was, wenn ich hinten auch frei bin, aber. Eigentlich sollten es 405 Watt bringen, ohne Rückseite. Und die Sonne hat da voll drauf gestrahlt und das Maximum waren 280 Watt. Da hätte ich schon 400 Watt, weil das Panel auch kühl war. Ja. Was tun wir denn da? Müssen wir noch einen Test machen. Genau, an einem besseren Tag. Aber laut Wetterbericht wird das ein bisschen dauern. Ja, jetzt geht's wieder los, die Leidensphase.